Klein und sehr gefährlich. Der Deinonychus und der Velociraptor. Letzterer bekannt von der Kinoleinwand. Also ich möchte den Zweien, sagen wir mal, befleischt nicht begegnet sein. So. Deinonychus heißt so viel wie Schreckensklaue. Hier im Senckenberg-Museum in Frankfurt sind sie die zwei Neuzugänge. Nachbildung versteht sich. Neben dem berühmten Tyrannosaurus Rex sehen sie ein wenig harmlos aus. Also im Vergleich zum Tyrannosaurus, der davor steht, der auch zwei Beine hat, sind die gerade mal so groß wie ein Fuß des Tyrannosaurus. Vor Millionen von Jahren war das ganz anders. Die beiden Dinos waren Jäger mit scharfen Zähnen, Klauen und sie waren sehr schnell. Also das waren Raubsaurier und die haben wahrscheinlich auch aktiv gejagt und auch sehr schnell gejagt. Also die konnten wirklich hohe Geschwindigkeiten erreichen, so wie ein Straußenvogel ungefähr, kann man sich vorstellen. Apropos Straußenvogel. Dinosaurier sind in der Evolution quasi die Vorgängermodelle der heutigen Vögel, inklusive Federn, auch wenn der Flugbetrieb noch nicht ausgereift war. Die zwei hatten wahrscheinlich auch schon Federn, aber nicht Federn im Sinne von aktiven Flugfedern, wie wir sie heute sehen bei einem Spatzen oder sowas, sondern eben Federn, die irgendwie für die Wärme, für den Wärmehaushalt dieser Tiere verantwortlich waren. Im Real Life will man den beiden nicht begegnen. Hier im Museum hat es fast schon Kuschelfaktor. Oh, die bitte noch nicht streicheln, die bekommen auch noch ein Glas zu Hause. Null Berührungsängste mit den Monstern des Erdmittelalters vor etwa 245 Millionen Jahren. Also was macht die Faszination aus? Meinung. Zum einen, sie sind bedrohlich, aber sie sind nicht mehr da. Also zumindest die hier nicht. Das heißt, da kann man ganz viel drauf projizieren. Na dann, Kopfkino an. Mehr aktuelle Nachrichten aus Hessen findet ihr hier.